Mein Name ist Erol Zenulahu, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Femi, ich komme aus Syrien, ich bin 32 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus dem Kosovo und ich bin hier in Berlin geboren. Ich spiele bei SC Germania-Lichtenstein im Mittelfeld. Ich spiele beim 1. FC Union Berlin auf der zentralen Mittelfeldposition. Wie lange bist du hier in Deutschland? Ich bin im September 2015 nach Deutschland gekommen. Also über ein Jahr schon? Ja. Und hast du als Syrer eigentlich den subsidiären Schutz sofort bekommen hier in Deutschland? Ich habe vor einem Jahr gewartet. Ein ganzes Jahr hast du gewartet? Ja. Wie hast du dich gefühlt? كان شعور كتير صعب لأنه طرت سنة أنا وهاي السنة يعني ما أنا سهلة كتير كان عندي أمل بس هلا للأسف إنه أنا حصلت على حماية سنوية ساي ما تسمح لي إنه أجيب عائلتي. يرول Wer war es bei dir, als du nach Deutschland gekommen bist? Meine Eltern sind auch von Kosovo nach Deutschland geflüchtet, weil da war auch Krieg in Kosovo. Ich bin dann hier geboren. Wann war das? Das war 1992. Meine Mutter war zu dem Zeitpunkt schwanger und ich bin dann hier in Berlin zur Welt gekommen. Wie war es für deine Familie, nach Deutschland zu kommen? An erster Stelle war das für meine Familie ein sehr positives Zeichen, weil sie waren hier im Schutz. Aber wir mussten in Übergangsheimen wohnen. Und wir waren halt 9 Jahre in Übergangsheimen, 4 oder 5 verschiedenen. Und das heißt, dass du sehr viel warten musstest. Dann nach endlich 9 Jahren haben wir die Erlaubnis bekommen, in eine Wohnung zu ziehen und die leben da heute noch. Wie verbringst du den ganzen Tag? Was machst du? أنا عايش بأرف الشتات مع شباب لاجئين مثلي. هذا البيت مشترك طبعا. بقضي يومي بروح المدرسة يوميا الكورس وبعدها بعد الظهر بروح على التمرين عندي 3 أيام بالأسبوع. طبعا الطابعة عطتني كتير شغلات ساعدتني كتير إنه أنسى همومي. Und das ist das Schöne an Fußball.